Die Apostel, die Jesus ausgesandt hat, um das Reich Gottes zu verkünden, kehren zu ihm zurück. So hören wir es im Evangelium am nächsten Sonntag. Und sie berichten, was sie erlebt und bewirkt haben. Und das Schöne ist, Jesus kommentiert nicht das, was die Apostel da ihm erzählen, sondern er sagt einfach nur, kommt mit und ruht euch ein wenig aus. Das kann uns auch ein Beispiel sein. Wir neigen doch dazu, oft Informationen schnell zu bewerten, zu beurteilen, einzuteilen, was davon ist wichtig, was kann weg. So ist Jesus nicht. Er lässt es einfach so stehen, er lässt es so sein, wie es ihm die Apostel erzählen. Ich glaube, damit können auch wir unseren Mitmenschen einen großen Dienst tun, wenn wir einfach nur zuhören, ohne vorschnell zu beurteilen oder zu überlegen, was davon ist jetzt nützlich und was kann weg. Jesus ist ein großer Zuhörer, Gott ist ein großer Zuhörer. Er lässt uns reden, er lässt uns ihm unser Herz öffnen, ohne uns zu unterbrechen. Denken wir ab und zu in unserem Alltag daran und denken wir auch daran, dass wir dafür Zeit brauchen und dass wir damit den anderen Menschen einen großen Dienst tun können und auch uns selber. Denn das, was wir da hören, was die Menschen erzählen, das ist gelebtes Leben und das ist eigentlich etwas Heiliges. Also Jesus hört zu, Jesus kommentiert nicht, Jesus beurteilt nicht und so dürfen und sollen wir das auch an unseren Mitmenschen handhaben.